sitzt mein Haar. Dein Haar sitzt. Mein güldenes Haar. Fabelhaft. Dein gelbes Haar sitzt fabelhaft. Vielleicht könnte dein Haar mal ein bisschen Sonne vertragen. Meerwasser. Meerwasser und Sonne. Wann bist du das letzte Mal verreist? August 2014. Oh, wie? Du bist noch nie mit Kind verreist? Nur im Auto innerhalb Deutschlands. Und mit dem Flugzeug. Aber du bist mit Kind geflogen. Das ist ja gar nicht mal so easy, ne? Hattest du da auch so Angst das erste Mal? Oh ja, ich hatte Angst, weil ich habe das Kind erstens noch gestillt. Und ich hatte Angst, dass das Kind schreit und ja, alle total abgenervt sind. Ich hatte Angst, dass das Kind schreit, weil es Hunger hat. Und ich habe tatsächlich auf einem Flug dachte ich, oh nein, der macht komische Geräusche. Und ich saß, ich habe immer mir einen Fensterplatz geben lassen, damit ich ne, den Arm gut abstellen kann, damit meine Brust auch nicht irgendwie bei dem dicken Mann neben mir auf dem Oberarm liegt. Und damit ich das halt so kaschieren konnte, damit sich keiner irgendwie peinlich berührt fühlt. Bei Start hatte ich die quasi schon hier in Stellung. In Startposition. Weil ich dachte, das Kind muss ja, sobald ich, damit sich kein Ohrendruck aufbaut, ne? Deswegen hatte ich die Brust und dachte sofort, plöpp, musst du sofort ansetzen, wenn man in die Luft steigt. Ja, aber Cosmo ist immer sofort eingeschlafen. Also er hat immer die Flüge verpennt. Ich hatte das iPad dabei. Ich dachte, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ne, habe ich aufs iPad extra noch Pepper geladen, sodass man kein Internet dafür braucht und dass ich es dann im Notfall noch hätte anmachen können. Jetzt, als ihr im Sommer weg wart, meinst du? Ja, das letzte Mal, ja. Bist du mit Buggy geflogen dann oder? Mit der Trage. Und dann halt die Wickeltasche. Und dann habe ich auch auf meine Handtasche verzichtet, die war dann im Koffer. Ich habe den Koffer immer aufgegeben, weil das hätte ich nicht auch als Handgepäck nehmen können. Nein, das geht doch gar nicht dann. Hast du auf dem Flug mal gewickelt? Muss halt Gott sei Dank nicht. Das hatte ich ja immer, dachte ich so, oh nee, jetzt stell mal vor, der bombt da richtig die Windel voll. Das war ja dadurch, dass der geschlafen hat und so und ich muss doch noch nie am Flughafen die Windel wechseln. Ich habe Fred auf den Schoß gewickelt, also im Flughafen jetzt. Ah ja. Da habe ich einfach auf den Schoß und dann so, ne? Und dann, was ich auch immer noch für eine Problematik hatte, ich konnte nie ein Taxi nehmen zum Flughafen. Das ist super günstig. Wegen Kindersitz, ne? Genau. Man muss sich hinfahren lassen mit dem eigenen Auto, das stimmt. Deswegen habe ich immer einen Bus genommen. Ich habe damals für den ersten Griechenlandurlaub habe ich ein Taxi bestellt und für Maxi Cosi funktioniert das meistens das noch. Ja, das geht. Das haben wir. Sobald die aus dem Maxi Cosi raus sind, kriegst du nicht mehr. Bist du mit Fred schon mal im Auto gereist? Ja, auch im Auto. Ich habe den Kindersitz hinten und das ist unangenehm. Einmal ist er krank geworden. Was machst du, wenn er kotzt? So, ja. Wir sind mal zusammen verreist, ne? Das erste Mal, als ich mit Cosmo runter nach Bayern gefahren bin, ne, da hatte ich ihn auch hinten und wir waren bei Leipzig und dann piepste der wie so ein Meerschweinchen. Oh nein. Und ich guckte in den Rückspiegel und guckte nach hinten und alleine im Auto mit einem Kind verreisen und Cosmo Angst, schreckliche Angst. Was machst du dann? Ja, auch anderthalb oder so. Ja. Ne? Und dann siehst du, wie dein Kind, wie die Kotze rauskommt und du kannst dich auf einmal rechts anhalten und musst warten, bis ein nächster Parkplatz kommt. Ja, aber können die da nicht ersticken dann im Auto? Da hatte ich so Angst vor. Ja, natürlich. So, also ich habe halt versucht, ruhig zu bleiben, weil ich dachte, ich wollte es nicht auf das Kind transportieren. Ne? Und dann bin ich auf diesen Parkplatz gefahren und dachte, oh, da sind wenigstens nur, da waren nur Toiletten. Ja, meinst du, Leute, dass da irgendwie Toilettenpapier oder so war? Ich hatte, das Auto war voll und was hatte ich nicht vorne mit dabei? Wechselkleidung, irgendwas zum Abwischen. Also ich habe nachher feuchte Tücher genommen und Taschentücher. Das Kind war voll. Und seitdem der vorne sitzt bei mir, ist das richtig cool. Hm. Da hat er keine Probleme und ich kann auch immer direkt was trinken. Ich saß dann auf seinem Platz, auf Cosmos Platz. Wenn du auf Zug umsteigst, finde ich auch hart, weil wenn du mit IC oder ICE fährst, du kommst fast nicht mit dem Kinderwagen rein. Also ich bin dann immer in diesem Essensbistro-Bereich, da funktioniert das. Oder du fährst mit der Regionalbahn. Du hast dann dein Gepäck, ich hätte es alleine eh nicht machen können, zum Bahnhof, mit Gepäck, mit dem Buggy, mit dem Kind. Ich hätte es irgendwie nicht machen können. Und der Wickeltasche, also es ist unmöglich irgendwie, ne? Und dann sind immer noch die Fahrstühle kaputt. Warum? Immer wenn du dann verreist, ist dein Fahrstuhl kaputt. Ja. Dann laufen manche dann doch an einem vorbei so. Voll. I don't Voll. See you. Und ganz viele sagen, guck doch online, da steht ja immer, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert. Und auch das, also in Berlin gibt's, steht dann, Fahrstuhl funktioniert und dann kommst du da an, Fahrstuhl funktioniert gerade nicht mehr. Ne? Man muss es organisieren, man muss vorher im Kopf wirklich... Alles. Das ganze Gepäck musst du durchorganisieren. Ja. Und dann möchtest du, nur für ein paar Tage möchtest du weg, aber du musst ja alles für alle Eventualitäten dabei haben. Die dicken Jacken, die dünnen Jacken, die Langarmbodies, die Kurzarm. Ich hatte immer Koffer. Ich habe in England gewohnt. Ne? Alle Kinder haben diese Hundeleine. Ich wollte das auch haben, aber hab's nie gemacht, weil ich dachte, die Deutschen verstehen das nicht. Wie denken die dich angucken?
ganz oft habe ich das auch geil, ne? Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwie dieser Ausruf kommt. Herrenloser Koffer. Wisst ihr, wie oft ich meinen Koffer einfach habe stehen lassen und hinter dem Kinder bin? Und ja, auch im Flug. Ja, ja, ja. Und die Leute haben immer gesehen. Ich habe nur gesagt, Leute, ich muss mal kurz meine Sachen hier lassen. Und ich bin dann immer hinterhergerannt und mein Koffer ohne Witz. Polizei, ich werde abgeführt. Ich bin doch nur auf der Suche nach meinem Kind. Also eigentlich ist Reisen mit Kind bis zu einem gewissen Alter der Kinder kein Urlaub. Weil das ist ja nicht nur der Reisetag, sondern das beinhaltet den kompletten Urlaub. Gucken, dass das Kind nicht ist Pool da ein fällt. Pool? Ich wollte gerade sagen, ist da ein Pool? Oh Gott, ja. Das wird einfach nonstop alles. Weißt du noch, letztens fragt sie mich hier, was muss ich ihm denn anziehen, damit er nicht untergeht? Und ich so, ja, Blei, der braucht sowas mit Blei. Hast du immer eine Reiseapotheke dabei? Oh, ja, immer. Letztens habe ich sie vergessen und das war echt scheiße. Ja, genau dann braucht man sie, ja, wenn man sie nicht mit hat. Es ist tatsächlich wichtig, dass irgendwie immer dabei, vor allen Dingen, wenn du einen 12-Stunden-Flug hast. Strandurlaub, der Trend geht zum Strandurlaub. Nordsee, Ostsee. Ah, ja, kannst super mit dem Auto hinfahren. Ja. Hier, wir haben wunderschöne Strände in Deutschland. Habe ich gemacht und dann stehst du im Stau, 9 Stunden Hinfahrt oder was? Oh.